tschechische Präsidentin unterstützt wird auch, bekommt auch eine gehörige Proteste und eine von den Vertretern will ihre Solidarität an den syrischen Volk verkünden. Wir hören zu. Zu Solidarität mit den Menschen in Syrien. Liebe revolutionäre Menschen in Syrien, euer Kampf und Proteste gegen das brutale Regime in Syrien weckt die Solidarität der Welt auf. Die Menschen in Iran folgen eurem mutigen Kampf und Proteste für die Befreiung von brutaler Regierung Assad und seiner Bande. Die syrische Regierung ist mit islamischer Regierung in Iran einig und der Sturzregierung in Iran, Sturz jede von ihnen ist ein großer Sieg für Iran oder Syrien. Erlaubt mir als Vertreter der Menschen in Iran, die im Jahr 2009 heldenhaft gegen die islamische Regierung protestiert haben, und sie waren Avantgardisten der Revolutionen. Revolutionen in Tunesien, Ägypten, Syrien und andere Länder mit euch solidarisieren. Wir sind an eurer Seite und verurteilen das Verbrechen der Assad-Regierung und seiner Armee. Es ist uns klar, dass die islamische Regierung in Iran alles versucht hat, Assad-Regime und andere wie Hamas und Hezbollah in Libanon zu unterstützen. Wir haben immer dieses Verbrechen und Terror durch die islamische Regierung in Iran verurteilt und die Kämpfe der Palästinenser unterstützt. Wir glauben, dass die Menschen in Kairo, Damaskus, Teheran, Bagdad, Madrid und Athen haben gleiche Schicksal und müssen von allen Diktaturen und kapitalistischen Systemen befreit werden. Während ihr durch Assad zu Tanken angegriffen wurden, habt ihr die Fahne der islamischen Regierung in Flammen gesetzt. Das zeigte eure Mitgefühl mit iranischen Menschen. Soweit eure Revolution in Wurzel der Reaktion und Ungerechtigkeit in Syrien vernichtet, soweit ihr Freiheit, Gleichheit, Wohlstand und ein so säkulares Leben stammend durch viele der revolutionäre Menschen erreicht, genauso gibt ihr den Menschen in Iran Kraft und Energie, um die gegen islamische Regierung zu kämpfen. Ich habe alle Menschen in Iran und alle freiheitsliebenden Menschen in der Welt die Proteste der Menschen in Syrien gegen syrischen Staat zu unterstützen und gegen Zusammenarbeit der islamischen Regierung und syrischen Regierung auf die Straße zu kommen. Wir Oppositionelle versuchen in diesem Sinne ihr Bestes zu tun. Ich in Vertretung der Opposition und allen Männer und Frauen, die für den Sturz der islamischen Regierung kämpfen, wünschen euch Revolutionäre und Helden in Syrien viel Glück. Ja. Danke. Yeah.
Wir brauchen Demokratie. Staat und Islam. Nein, nein, nein.